Stellen Sie sich vor, Sie sind Gesellschafter einer GmbH und möchten wissen, wie es um Ihr Unternehmen steht. Doch was, wenn der Geschäftsführer nicht alle Karten auf den Tisch legt? Heute klären wir, welche Auskunftsrechte Sie haben und wann der Geschäftsführer Ihnen tatsächlich Informationen verweigern darf. Hallo, mein Name ist Boris-Jan Schiemzig, ich bin Fachanwalt für Gesellschaftsrecht und geschäftsführender Partner bei der Kanzlei Hose & Partner. Heute behandeln wir ein wichtiges Thema für alle GmbH-Gesellschafter und Geschäftsführer, die Auskunftspflicht des Geschäftsführers. Hier die wichtigsten Facts, kurz und bündig. Welches Auskunftsrecht hat ein Gesellschafter gegenüber einem Geschäftsführer in der GmbH? Gesellschafter einer GmbH haben umfassende Informations- und Einsichtsrechte, die sie jederzeit gegenüber den Geschäftsführern geltend machen können. Das GmbH-Gesetz räumt jedem Gesellschafter das Recht ein, von den Geschäftsführern Auskunft über alle Angelegenheiten der Gesellschaft zu verlangen. Dabei ist es egal, ob der Gesellschafter nur eine Kleinstbeteiligung von etwa 1% hat oder einen echten Einfluss von 50% und mehr besitzt. Die Informations- und Auskunftsrechte sind sehr umfassend und beinhalten Einsicht in alle Unterlagen der Gesellschaft inklusive in digital gespeicherte Dateien, Auskunft über den Stand der Geschäftstätigkeit. Der Geschäftsführer muss Informationen über laufende und abgeschlossene Geschäfte bereitstellen. Er muss außenstehende Gesellschafter sogar über mögliche bestehende Tochtergesellschaften der GmbH informieren. Der Hintergrund des Auskunftsrechts ist klar. Die Gesellschafter sollen in die Lage versetzt werden, die Geschäftsführung zu kontrollieren und ihre Beteiligungsrechte sachgerecht auszuüben. Alle Gesellschafter sollen sich ein umfassendes Bild über die wirtschaftliche Lage und Entwicklung der GmbH machen können. Wie Sie sehen, ist die Auskunftspflicht des Geschäftsführers wirklich umfassend. Aber im deutschen Recht gilt kein Grundsatz ohne Ausnahme. Schauen wir uns einmal an, in welchem Fall der Geschäftsführer eine Antwort verweigern darf. Es gibt einen engen Ausnahmetatbestand, in dem der Geschäftsführer die Auskunft oder die Einsicht in Geschäftsunterlagen verweigern kann. Dies ist der Fall, wenn die Auskunftserteilung dem Unternehmen einen erheblichen Nachteil zufügen würde. Beispiele hierfür sind Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, deren Offenlegung dem Unternehmen erheblichen Schaden zufügen könnte. Oder einer der Gesellschafter hat ein eigenes Unternehmen, das in direkter Konkurrenz zu unserer GmbH steht und er will wichtige Informationen für sein eigenes Konkurrenzunternehmen abgreifen, zum Beispiel Preiskalkulationen oder Kundenlisten. Klar, das geht gar nicht. Bitte beachten Sie, der Geschäftsführer kann sich nicht pauschal auf Geheimhaltung berufen. Es muss ein klarer, konkreter und erheblicher Nachteil für die GmbH nachweisbar sein. Überdies, und das ist wichtig, es bedarf immer eines Gesellschafterbeschlusses. Die Mehrheit der Gesellschafter muss eine Verweigerung der Auskunft beschließen. Ohne einen Verweigerungsbeschluss der Gesellschafterversammlung darf der Geschäftsführer nicht verweigern. Zusammenfassend können wir festhalten, Gesellschafter haben immer weitreichende Auskunftsrechte gegenüber den Geschäftsführern einer GmbH. Diese Rechte können in Ausnahmefällen eingeschränkt werden, wenn die Auskunftserteilung der Gesellschaft erheblichen Schaden zufügen würde und es einen Verweigerungsbeschluss gibt. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in den Shownotes und auf unserer Hose & Partner Homepage. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal.